Hallo und herzlich willkommen bei mir wieder am Teich. So, meine Lieben. Also, die Fische schwimmen jetzt mittlerweile bei 13 Grad. Der Teich ist noch abgedeckt, bleibt auch noch abgedeckt. Ich möchte Fahrstuhltemperaturen nämlich vermeiden. Sie sind schon agiler geworden. Fangen wir richtig gut an zu fressen. Also, durchaus zufrieden mit meinen Fischen. Hatte gestern schon mal zwei rausgefangen, probehalber, habe sie mir angeschaut. Keine Krankheiten, keine erhöhte Schleimbildung, nichts. Also sie sind gesund soweit alles. Näheres wird natürlich der Frühjahrscheck noch geben. Also das war jetzt nur erstmal erste Kontrolle. Und ja, bin sehr zufrieden mit den Fischen bis jetzt. Also sieht alles sehr, sehr gut aus. Dann habe ich seit längerem schon mal was überlegt. Ich möchte gerne in diesem Jahr die Prüfung § 11 ablegen, Tierschutzgesetz für Kaltwasserfische und Teichfische. Ich würde mich nämlich gerne in geraumer Zukunft selbstständig machen in Sachen Koi, Koi-Handel direkt. Falls jemand von euch darin schon Erfahrung hat, wie es abläuft und wo man vielleicht schon mal so ein kostenlosen Lehrstoffordner oder sowas herbekommt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir das in die Kommentarfunktion reinschreibt. Wie gesagt, ich möchte mich als dieser definitiv anmelden. Kostenpunkte sind ja auch ein bisschen mehr als 500 Euro für den Schein mit Prüfung. Aber was tut man nicht alles aus Liebe zu seinen Tierchen? Vor allem wer Fische liebt und gerne mit denen arbeitet, der macht das natürlich auch sehr gerne. Vor allem, wie gesagt, selbstständig machen den Bereich. Wollte ich mich damals schon mal überlegt, aber man überlegt halt lange, ab wegen Risiko und alles. Aber jetzt ziemlich lange zum Schluss gekommen, dass ich doch mal den Schritt in Angriff nehmen möchte. Das soll gesagt sein, ich möchte dann auch gerne, also ich mache so einen Handel auf, einen ganz normalen, wo dann man hinkommen kann, sich Fische kaufen kann. Oder auch über ein Auktionsportal. Fische muss ich schauen, ob man die dann versendet oder lieber doch nur Abholung macht. Aber das Weitere ergibt sich dann ja auch im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall, falls jemand von euch Erfahrung drin hat, wäre es sehr nett, sehr hilfreich, wenn ihr das in Kommentarfunktion setzt. Ja, meine Lieben, dann schaut euch nochmal einen kleinen Augenblick die Hübschen an hier. Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meinen Fischen. Die sind wirklich kerngesund. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr Anregungen für mich habt, lasst es bitte in der Kommentarfunktion rein. Und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ein Abo wäre sehr nett. Und wie gesagt, falls jemand Erfahrung hat oder Zugang zu so einem kostenlosen Ordner hat, wo man sich schon mal einlesen kann, wäre es nett, wenn mir das Kommentarfunktion schreibt. Oder auch privat. E-Mail-Adresse ist in der Kanalbeschreibung mit drinne. Danke euch auf jeden Fall schon mal und wir hören und sehen uns bald wieder. Euer Matthias. Danke euch.